Guten Abend. Hat es Ihnen gefallen? Oh ja, sehr, sehr. Ich bin Ihnen wirklich dankbar. Kann ich Sie nach Hause bringen? Oh, ich wohne nur ein paar Häuser weiter. Ich wollte eigentlich zu Fuß gehen. Wollen Sie nicht ein Stück mitkommen? Ja, ja, mit Vergnügen. Ich brauche den Wagen jetzt nicht. Ich gehe mit Mrs. Berthold. Soll ich auf Sie warten, Euer Ehren? Nein, nein, fahren Sie nur nach Hause. Ich werde auf Sie warten. Bei der Kaserne, bei dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst die The German people love to sing, no matter what the situation. I've noticed that. Do American people sing in bars, too? I have forgotten. No, we're apt to be pretty sullen in bars. Und alle Leute sollen singen, wenn wir... I wish you understood German. The words are very beautiful, very sad, much sadder than the English words. The German soldier knows he's going to lose his girl and his life. The lantern burns every night. It knows your steps and the way you walk. It burns every night, but I've been long forgotten. Should harm come to me, who will stand with you? Under the lantern, with you, Lily Marley. Wie leben Sie in Amerika? Haben Sie Familie? Ja, ich habe eine Tochter. Und sie hat 4 Kinder. 4? Da können Sie ja stolz sein. Ja, sehr, das gebe ich zu. Und wo ist Ihre Frau? Die ist vor ein paar Jahren gestorben. Zigaretten? Und wie ist es mit Ihnen? Haben Sie auch Kinder? Leider nicht. Sie haben sicher eine sehr wichtige Position in Amerika. Nein, ganz und gar nicht. Ich bin nur ein kleiner Amtsrichter. Und nicht mal das war ich im letzten Jahr. Sind Sie pensioniert? Zwangsweise. Ich bin nicht mehr gewählt worden. Wählt man den Richter? In den Vereinigten Staaten? Doch, in einigen Staaten schon. Ach, das habe ich nicht gewusst. Ja, das gehört nun mal zu den Vorzügen oder zu den Nachteilen unseres Rechtssystems. Bevor man mich im letzten Jahr abgesetzt hat, dachte ich immer, es sei ein Vorzug. Daran waren aber doch nur die Wähler schuld und nicht Sie. Darüber gibt es wahrscheinlich 2 ganz verschiedene Meinungen. Hier bin ich zu Hause. Hier? Ja, von innen sieht es besser aus. Wollen Sie nicht draufkommen? Ich könnte noch einen Kaffee machen. Oh ja, sehr gern. Ich kann mir denken, wie schwer das alles für Sie ist. Oh, es ist oft schwer gewesen. Aber ich bin nicht zerbrechlich, Mr. Haywood. Mein Vater war Offizier. Was das bedeutet, wissen Sie sicher? Nein, das weiß ich nicht. Es bedeutet, ich habe Disziplin gelernt. Eine unerbittliche Disziplin. Als ich ein Kind war, da pflegten meine Eltern, mich bei ihren Ausflügen aufs Land mitzunehmen. Aber nie wurde mir erlaubt, mit anderen Kindern zum Limonadenstand zu laufen. Immer hieß es, bezwinge deinen Durst. Bezwinge deinen Hunger. Beherrsche deine Gefühle. Das half mir später. Und wie war Ihr Mann? Ist er auch so erzogen worden? Mein Mann war Soldat. Er wurde erzogen für ein einziges Ziel. Für sein Land zu kämpfen. Tapfer zu kämpfen. Ist der Kaffee genießbar? Er ist gut. Es ist Bohnenkaffee. Ich habe noch welchen gehabt. Schmeckt gut. Richter Haywood... Was ist Ihr Eindruck von Janning? Mrs. Berthold, ich bin nicht berechtigt, mich außerhalb des Gerichtes über diesen Fall zu äußern.
Ach ja, natürlich. Ich kenne Ernst Jerning von früher her. Wir trafen uns oft bei Konzertbesuchen. Ich erinnere mich auch an einen Empfang, der für Wagners Schwiegertochter gegeben wurde. Hitler war da. Ernst Jerning kam mit seiner Frau dahin. Sie sah bezaubernd aus. Sehr schlank und sehr elegant. Sie ist schon tot. Hitler war mehr als beeindruckt von ihr. Er machte sogar während des Empfangs Annäherungsversuche. Wenn er solche Gefühlsaufwallungen bekam, konnte er sehr direkt sein. Nie werde ich vergessen, wie Ernst Jerning ihn zurechtwies. Ich kann mir nicht denken, dass Hitler das in dieser Form jemals erlebt hatte. Jerning sagte, Herr Reichskanzler, was mich an Ihnen stört, sind nicht so sehr Ihre schlechten Manieren. Das könnte man zur Not noch übersehen. Vielmehr stört mich, dass Sie ein solcher Bourgeois sind. Hitler erblasste, starrte Jerning an und ging. Ist der Kaffee auch stark genug? Für mich schon, danke. Menschen wie Jerning, wie mein Mann und ich, haben Hitler gehasst. Ich möchte, dass Sie das wissen. Und Hitler hasste uns. Er hasste meinen Mann, weil er als General zu viel Erfolg hatte. Das konnte der kleine Gefreite nicht verwinden. Er hasste ihn auch, weil er zum Hochadel Deutschlands gehörte. Durch meine Familie. Er hatte eine gewisse Ehrfurcht vor dem Adel, aber er hasste ihn. Und deshalb war er so sinnlos, was später geschah. Sie wissen, was meinem Mann zugestoßen ist. Ja. Er wusste nichts von dem Verbrechen, für die er bestraft wurde. Er wurde einfach mit anderen militärischen Befehlshabern verurteilt. Ein Opfer der Vergeltung, die der Sieger immer am Besiegten übt. Es war politischer Mord. Sie sehen das doch ein, nicht wahr? Mrs. Berthold, ich weiß es nicht. Ich kenne mich nicht mehr aus. Es wäre vielleicht besser, wir säßen nicht hier und sprechen über all das. Ich möchte verstehen, und das ist wahr, ich möchte das alles verstehen. Ich muss sogar. Wollen Sie noch etwas Kaffee? Ja, bitte. Guten Abend. Guten Abend. Wir haben Irene Hoffmann. Wo? Berlin. Berlin? Sie ist mit jemand verheiratet, der Wallner heißt. Darum war es so schwer, sie zu finden. Wann wird sie herkommen? Überhaupt nicht. Was heißt überhaupt nicht? Sie will nicht kommen. Sie wissen doch, wie das ist. Keiner will mehr als Zeuge auftreten. Wenn ich das Flugzeug erwische, bin ich heute noch in Berlin und spätestens morgen Nachmittag zurück. Ted, Sie haben ja noch nicht geschlafen. Die Hauptsache ist, ich erreiche die Hoffmann. Vertreten Sie mich morgen bei der Verhandlung. Colonel, ich habe es Ihnen gesagt, als Sie vorhin gekommen sind. Und ich kann es nur immer wiederholen. Wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Sie muss nicht mitfahren, wenn sie nicht will. Und Sie können sie dazu auch nicht zwingen. Mr. Wallner, ich habe nicht die Absicht, Sie zu zwingen. Noch habe ich irgendeine Berechtigung dazu. Meinen Sie, es ist uns jemand dankbar dafür, wenn sie aussagt? Die Bevölkerung hier hat kein Verständnis dafür. Sie begreift es nicht, wenn Deutsche gegen Deutsche aussagen. Aber ich bitte Sie, seit 2 Jahren bin ich Vertreter der Anklage in den Nürnberger Prozessen und ich weiß das genauso gut wie Sie.